So, erstmal hier. Ey, du sagst ja gar nicht. Na, Bursch. Hallo? Gott sei mit. Ich will aufs Turnier wetten. Freut mich. Hast du noch so viel Geld? Hoffe doch. Eine schöne. So. Mach's gut. Wir wollen die Sachen wollen wir drinnen verkaufen. Ja. Wir wollten vor wie viel Folgen den Angriff durchführen? Jetzt haben wir den Angriff alleine durchgeführt. Hätte ich das gewusst, dass das so funktioniert, dann hätte ich, glaube ich... Ja? Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt nichts vergiftet, wir haben jetzt keine Ahnung, wir haben nichts gemacht. Also, ob da überhaupt noch wer ist, ich weiß es nicht. Ich würde trotzdem gerne erstmal verkaufen. Und da fällt mir gerade ein, erstmal, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kingdom Comes Deliverant. Ganz vergessen. Mann, Mann, Mann. Genau, wir sind ja am Tag, wir waren ja in der Nacht oben in Pishti, ich muss es, Privislavitz. Wir haben jetzt die Nacht einfach, sind wir runtergeritten, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Weil wir, ja, das müsst ihr euch nicht angucken. Das Einzige, was wir unterwegs hatten, 3 Überfälle oder Hinterhalte. Halleluja. Oh, sehr schön. Er ist da. Das bedeutet, unser Gefährte kann uns mal alles, was wir an Waffen haben, geben, bitte. Danke. Warum hast du eigentlich wieder so viel? Wir haben dir doch alles weggenommen. Hast du auch wieder Geld? $1,5k hast du wieder. Ja, immerhin. Du kannst nur nicht mal. Du kannst nicht mal ansatzweise alles kaufen, was wir dir verkaufen wollen, gerne. Achso, beim Kriegshammer. Okay, der ist weniger als. Okay. Söldner gespielen. Nein. Stachel bleibt bei uns. So, das bedeutet aber, wir können dir hier noch. 6, glaube ich, auf. Auf jeden Fall 5. Okay, dann halt nur. Dann nehmen wir dich zurück. 79, Ware prüfen. Ruf verbessert, okay. So, vielleicht kauft er uns ja auch noch Waffen ab. Ein wunderschön. Gott sei mit dir, Edel. Ja, ich muss mir noch waschen, ich weiß. Tut mir leid. Lass uns mal bitte handeln. Ich will was verkaufen. Du kaufst wirklich nur Rüstung. Aber du hast 6,6k, das ist schon mal gut. Das bedeutet, wir verkaufen dir, glaube ich, erstmal eine Kettenhaube, weil wir haben eine verzierte Kettenhaube. Da haben wir ein bisschen mehr Dings drauf. Charisma. So, du bist 18, unser hat 24. Naja, weg damit. Die Schlitzer 18, das könnte noch interessant sein. Dann können die auf jeden Fall weg. Und unsere haben 23. Okay. Ich habe nichts gesagt. Das war's schon, was wir jetzt gerade am Mann haben. Okay. Das bedeutet aber, wir packen dich ins Pferd. Dich ins Pferd. Stachel kommt sowieso ins Pferd. Jagdpfeile können wir verkaufen. Die können wir theoretisch auch wegschmeißen eigentlich, ne? Rüstung. Wenn du so viel Rüstung kaufst, sollte das funktionieren. Wir müssen halt ab und zu nur mal gucken, ob wir nicht irgendwas anderes anziehen. Die Pilgerschuhe verwundert mich immer noch, dass die so viel wert sind. Mal gucken, wie viel wir wirklich im Endeffekt rausbekommen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir ansatzweise das Geld bekommen, was wir... Lass uns handeln. Was wir jetzt hier haben. So, 15 Aachener Briganten. Okay. Nein. Ups. Weg damit. Armschienen. Nein. Der dunkle Sächsische. Gegen den gefärbten Bayerischen. Müssen wir mal gucken. 11 Charisma. 13. Nein. Dann kommst du nämlich auch weg. Ups.
So, aber jetzt hier edle Kettenhaube. Und jetzt kommt's nämlich. Ich glaube, die ist besser als das, was wir haben. Um eins. Verkaufen mal kurz euch. Ja. Gewöhnliches Kettenhemd hat auf jeden Fall weniger als unser edles. Der Helm auch. Bei dem bin ich mir auch fast sicher, dass der niedriger ist. Unser hat 24, ne? Deswegen verkaufen wir erstmal hier die kumanischen Sachen. Oh, da haben wir sogar drei Rüstungen von. Okay. Nee, unsere müssten besser sein. Bei dem bin ich mir auch. Ich bin mir gerade komplett unsicher, ne? Vernietete. Weg. Die vernieteten Armschienen müssten wir auch. Wir müssten. Wenn ich jetzt da draufklicke, sagen die 23. Okay, das bedeutet, wir können die vernieteten Armschienen auf jeden Fall loswerden. Ungarisches Kettenhemd. Unser hat 17. Weg. Hatte ich, glaube ich, schon nachgeguckt, ne? Silberne Sporen weg. Schwarze Leisetreter? Nein. Sechs sicher. Unsere haben 21. Tatsache. 21, genau. Hier haben wir aber noch ein Lammfell. Brigant. Lange Kettenhaube, weiß ich nicht. Das ist auch auf jeden Fall schlechter. Weg damit. Kumanhelme brauchen wir nicht. Kumananführerhelme. Wir sind jetzt hier am Limit. Na toll. Okay. So. Wer hat denn jetzt. Wer die Schneider kaufen noch ab, ne? Die Schneiderin, die sind natürlich noch nicht da. Das, weil, ja, faul. Dann müssen wir mal beim Krämer gucken. Ich glaube nicht, dass du alles hast. Du hast auf jeden Fall nicht so viel Geld, wie ich benötige. Oder so viel, dass du mir alles abkaufen kannst. Der Krämer könnte noch ein bisschen Geld haben. Neue Woche, neues Glück. Mein Gott, was ist dir? Ja, es tut mir leid. Ich weiß, muss man noch warten. Oh, der hat auch 3,1K. Waffen. Hier. Du kriegst von mir alle Jagdpfeile, die ich habe. Die brauche ich nämlich nicht. Rüstung. Also, die Haube. Das Ding kann weg. Kettenhaube hat weniger als die edlen. Bumm, bumm. Davon haben wir 5 Stück. Uff. Kettenpanzer mit 10. Unser hat 17. Komposit mit 11. Unser haben, glaube ich, auch 11, ne? Unser haben, glaube ich, auch 11. Ja. Weg. Kumanische Armschienen brauchen wir wieso nicht. Sporen kumanische auch nicht. Lange Kettenhaube hat auch weniger als die Mailänder mit 20. Unser hat 24. Pilgerschuhe haben wir sogar zweimal. Aha. Sind das irgendwelche speziellen Schuhe? Sächsische Handschuhe. Charisma weg damit. Die haben ja nicht mal die waren ja nicht mal viel wert. So, wir tragen diese Beinlinge und wir könnten euch tragen. Plus Schuhe, die Maximalhöhe waren 4, die wir gesehen haben. Also bringt uns das hier rein gar nichts. Weg damit. Und wenn wir dich noch mitverkaufen, sind wir nämlich schon drüber. Bedeutet, irgendwas Billiges nehmen wir wieder zurück. So. Und dann handeln wir. Toll. Sind jetzt vielleicht. Wie spät haben wir das, dass die nicht da sind? Das wundert mich halt. Wo ist die Uhrzeit da? 9 Uhr. Ach komm, gegen 9 müsst ihr doch langsam mal anfangen zu arbeiten. Kann ja nicht sein, dass ihr um 9 Uhr noch nicht da seid. Also jetzt mal ernsthaft. Was soll das? Okay, wir sind nicht mehr überladen. Das bedeutet, wir gehen. Wo ist unser Pferd? Ja, dann machen wir schnell das Turnier. Halt! Nein, machen wir nicht. Ich habe noch was anderes. Erstens mal, wir reparieren noch unsere Sachen. Und zweitens mal,
will wissen. Du hast 14. Ich sag's ja. Du 15. Das ist ein Unterschied von einer Rüstung. Aber Unterschied ist Unterschied, ne? Die Masse macht's dann halt. Reparieren bitte. Dich. Dich. Oh, du reparierst sogar den Bogen und so. Tragen eine. Okay. Und für... Joa, passt. Handel abschließen. Danke dir. Wir können noch den Gefährten... Wir haben noch Schneiderzeug dabei. Gib mal her. Ich will kurz... reparieren. So. Und dann tragen wir natürlich unser Schild. So. Aus Scarlet. Und dann waschen wir. Können wir hier uns da waschen? Salz, Hefe. Knetet alles zu einem Teig. Backt ihn zu Brot und die ganze Familie wird satt. Ja, Brot macht sehr satt und ist sehr kalorienhaltig. Das stimmt. Deswegen war Brot schon immer etwas, was fürs Volk sehr gut war. Denn es macht satt. Wenn man dann auch noch schön Stück Speck dazu hat und ein schönes... Oder, weiß ich nicht, was kann man noch zu Brot machen? Irgendwas? Käse? Ach, das gibt so viel. Jeder, jedem das Seine, ne? So. Ich möchte am Turnier teilnehmen. Natürlich. Das schreibe ich mir und ich muss wissen. Ja, wir nehmen natürlich unseren Kriegshammer. Kriegshammer, gut. Mach dich um viel Glück. Kriegshammer. 7 Tage sind schon wieder um gewesen. Ey. Heinrich aus Galitz. Danke. Aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Und auf ihn trifft Oldig Freier, Waffenknecht aus der Garnison von Herrn Dirwisch von Talmberg. Heißt die Kämpfer willkommen! Guten Tag. Dieser erste Kampf wird uns ein Höchstmaß an Unterhaltung bieten. Wer könnte mein Endgegner sein? Er? Sich mit Kriegshammer und Schild bekämpfen. Oder er? Da ist noch so ein Roter. Häusler! Na komm. Ja, ich bin gerade ein bisschen greedy. Ich sollte aufpassen. Ja. Der zweite Kampf wird gewiss nicht weniger spannend. Er könnte schon den Sieg bedeuten. Den Sieg! Die Kämpfer werden ihr Können mit Kurzschwert und Schild zur Schau stellen. Na dann. Verdammt! Ja. Und die Gegner werden besser. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Die Gegner werden noch besser. Jetzt haben wir... Die 4 stehen zur Auswahl, würde ich sagen, wegen Endgegner. Oder er sogar.
Okay, einer der Roten. Den hiesigen Kampfplatz betritt nun Heinrich aus Galitz aus dem Gefolge von Kobilla. Gegen? Und mit ihm im Kampfe misst sich Olbram, bekannt als Sperber, Meisterschütze aus Kolin. Wünschen wir den Wettstreitern ein Glück. Bogenschütze. Falsches Metier, mein Freund. Du solltest an Bogenschießwettbewerben Erd einnehmen. Aber okay, jedem seine Chance. Ich finde das gut. Sich mit Kriegshammer und Schild bekämpfen. Na dann. Mhm. Aha, er getroffen. Aua. Hast du mir einfach ins Gesicht. Aua. Also wirklich. Nicht ins Gesicht. Der Reiter, der in der ersten Runde den Sieg errungen hat, ist Heinrich aus Galitz. Danke, danke, danke. Eigentlich ist es ja gar keine richtige Herausforderung, finde ich mir. Wenn man es mal raus hat und die Werte hoch genug sind, ne? Aber okay. Axt und Schild. Leck mich doch! Oh, Axt ist hochgegangen. Okay. Und die Verteidigung. Okay. Treffer, Echi Bechi. Na komm. Schön getroffen. Ah, du auch? Hast du gut gemacht? Hast du gut gemacht? Was denn? Was? Wie? Ich bin nur ausgewichen. Nicht so eine Ausdrücke hier. Sonst kriegst du den und den. Also wirklich. Ja, ja. Der Sieger des zweiten Kampfes steht fest. Nicht so ne Worte, ja? Heinrich aus Galitz. Da er diese Runde für sich entscheiden konnte, erreicht er die nächste Runde. Danke, danke. So. Das ist nun Heinrich aus doch auch wieder einer der Roten, ne? Ich hätte mit dir gerechnet. Richard. Bogenschütze aus der Garnison von Herrn Divisch von Talmberg. Du kommst gleich mal mit und rottest ein leeres Lager aus. Hallo. Hallo. Die Streiter haben den Kampfplatz betreten und der erste Zweikampf möge beginnen. Die Teilnehmer werden sich mit Kriegshammer und Schild bekämpfen. Jawohl, jawohl. Oh, der ist sehr aggressiv. Und er ist gut. Ey, da hat er mir aber richtig einen verpasst. Da hatte er mir richtig schön einen verpasst. Nicht aufgepasst und schön. So, und auf den Schädel. Bumm. Sehr schön. Ausgewichen, okay. Ja, sehe ich. Und nu? Okay.
Oh, und auf den Schädel. Jawohl. Was? Ich bin verwundet. Er auch? Ich weiß es halt nicht. Und auf den Schädel. Sehr schön. Okay, der Kampf ist wirklich herausfordernd. Muss man einfach so sagen. Der Sieger des ersten Kampfes ist Heinrich aus. Da habe ich schon effektiver Endkämpfe gewonnen, muss man einfach so sagen. Nun gilt es, die Waffen für den nächsten Kampf zu wählen. Uns erwartet ein harter Kampf mit Axt und Schild. Axt und Schild, na dann, wunderbar. Verdammte Scheiße! Aua, aua. Und wieder ins Gesicht, natürlich. Ah, wieder auf den Kopf. Hast du schon Kopfschmerzen? Hä? Gibst du schon auf? Schlägst mir mal schön ins Gesicht. Da kriegst du noch eine. Okay. Der Kampf war... um ein viel, aber er war auch aggressiver dieses, also um ein Vielfaches aggressiver. Leute und Bürger, dies war der letzte Kampf des heutigen Rataia-Turniers, für das wir alle Herrn Hanusch von Leiper unseren Dank schulden. Danke, danke. Der Ruhm gebührt dem Sieger Heinrich aus Galitz, Waffenknecht im Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Danke. Unser gütiger Herr Hanusch wird ihm seinen Preis übergeben. Oh, schön. Was kriegen wir diesmal? Das wird interessant. Achso, ich wollte noch was anderes gucken. Wir haben Kampf. Kampf ist hochgegangen. Ja, Axt. Ja. Okay. Uff. Das sind mir zu viele Kombos. Hier, stumpfer Schlag. Komm. Das sind Spitz. Oh, ja, trotzdem werden wir nie. Also, das sind immer Zufallsattacken dann. Aber gut, ist das hochgegangen? Das finde ich gut. Agilität brauchen wir immer noch 2 Level, damit wir das Buch lesen können. Uiuiui. Oh, und komm mal bitte her. Ich bin ja manchmal so richtig am Überlegen, ob ich ihn nicht ausräume. Ja, und mir dann seine Klamotten schnappe mal. Was für ein Spektakel! Hier ist deine hart verdiente Belohnung. Hab Dank, Herr Hanusch. Mach's gut. Was haben wir denn da jetzt bekommen? Oh. Damit haben wir eine komplette Leibzer-Ausrüstung, ne? Uff. Mal ausziehen. Also wir hatten das an. Hm, wenn wir das jetzt mal anziehen so. So vorher. Und jetzt. Boom. Nice. Okay, damit können wir dich abgeben. 2,7, du bist 3,3 wert. Heidewitzka. Das ist schon beeindruckend. Und das gab sogar einen Erfolg, dass wir ein komplettes Set jetzt haben. Das ist schön, das gefällt mir. So, wo wollten wir jetzt hin? Wir wollten jetzt, wir haben das Turnier gemacht, verkauft. Wir wollten zum Schneider, genau. Ich hoffe, die sind noch da. Also Spätanfang und früh Feierabend würde ich auch gerne mal machen. So. Ja. Dann schauen wir mal, ob die da sind, die guten Herren und Damen in der Schneiderei. Gibt es viele? Was? Nee, Leckereien gibt es nicht in der Schneiderei. Das wäre aber schön. So, hat unser Gefährte, was hat unser Gefährte? Unser Gefährte hat noch Schwerter, die können wir, ja, die müssen wir dann Dings verkaufen. An guten Tag. Die Händlerin. Oh, du bist ja heute freundlich. 82. Ah, du scheinst mich mittlerweile zu mögen. Und du hast immer noch 10.000. Oder hast du wieder 10.000? Ich hätte hier ein paar Sachen zum Verkauf. Das war's schon? Oh. Okay. Egal. Ruf ist verbessert.
Die Schwerter verkaufen wir unten. Brot und Gebäck. Bei Herrn Hanusch. Bei Herrn Hanusch, sag ich schon, bei Peschke. Und wir holen uns auch unseren Lohn ab beim Peschke, fällt mir gerade so ein. Unser wohlverdienten Wetteinsatz. Der tut mir ein wenig leid. Aber gut, so ist es nun mal. Und wir können uns unseren Liebesbuff wiederholen. Vielleicht geht ja Theresa noch mit uns. Oh, du hast das schicke Kleid an, was ich dir geschenkt habe. Ich habe etwas für dich. Die habe ich von Onkel Peschek. Aber treib damit bloß kein Schindluder. Dietriche? Du weißt aber schon, was man mit denen macht, oder? Lass dich bloß nicht erwischen. Falls doch, sag ja nicht, dass du sie von mir hast. Aber nicht doch. Wollen wir irgendwo spazieren gehen? Sehr gerne. Oh, das geht noch. Wir gehen spazieren, wir gehen. Schon wieder dahin. Da waren wir doch jetzt beim letzten Mal, meine Gute. Ah, oh. Okay, Kai, nix wurde gesagt. Einfach nur ein schöner Abendspaziergang. Hat auch was für sich. Da wären wir. Wollen wir das wiederholen? Ja, besuch mich mal. Natürlich. Warte mal, sind meine Klamotten, müssen die gestopft werden? Jetzt ernsthaft. Nee, alles gut, du musst mir nichts nehmen. Okay, Pferdchen hat Schwertchen. So, Stachel bleibt natürlich hier. Die Kohle können wir in Dings packen. Wieso hat das Pferd so viele Dietriche? Nee. Okay. Peschke. Du darfst nicht wegrennen. Ich will meinen Gewinn. Hallo. Beste Gesundheit. Ja, dir auch. Ich will was verkaufen. Und zwar das und 35 Schwerter. Fragt nicht, wo ich die her hab. Die lagen irgendwo einfach rum. Oh, Mann. So, du. Ja, der Hase ist schlecht. Der Hase ist schlecht. So. Das könnte man zum Tränke machen, oder? Erhöht die Haltbarkeit von Speisen. Achso, könnte man auch so benutzen. Okay, ich weiß nur nicht, wie man das benutzt. Trinkt man das? So, den Speck, den würde ich behalten, die Salami auch. Beim Brot können wir noch gucken. Wir haben da 11, wir haben 11 Brote dabei. Also die Äpfel verkaufen wir auf alle Fälle. Und bei der Breze bin ich mir auch sicher. Und beim Brot würde ich sogar auch sagen, wir verkaufen auf jeden Fall so viel. Escape, Warenkorb und damit sind wir zufrieden. Und wir essen mal was. So, denn wir müssen gut auf uns aufpassen, damit wir nicht unseren Buff verlieren. Wofür mich bedeutet das auch, wir können wieder Tränke hier, Gift können wir abgeben. Hätten wir sogar da gefunden, ne? Also, Griebe, was ist Griebe? Hä? Ist das was zu essen? Das macht doch einfach nur Energie weg. So, das brauchen wir. Schlaftrunk können wir wegpacken. Die Salben würde ich tatsächlich behalten wollen. Den Schnaps können wir da auch verkaufen. Trank der Bade. Den
Schnaps verkaufen. Wir verkaufen schnell noch den Schnaps und die Griebe. Ich weiß gar nicht, wozu wir die Griebe brauchen. Also, jetzt ernsthaft. Auch wenn das jetzt nur 2-3 Brünchen bringt. Aber es wird verkauft. Ich will meinen Wetteinsatz. In etwa einer Woche. Vielleicht. So, und dann habe ich hier noch Ware zu verkaufen. Also vom Peschke kriegen, muss man jetzt einfach mal sagen, wir kriegen, wenn wir mit Peschke einfach nur wetten jede Woche, kriegen wir unser 500 Groschen. Das ist doch eigentlich ein ganz vernünftiger Wochenverdienst, oder? Dazu kommt das Turniergeld, also wir kriegen fast ein Tausender, den wir so verdienen. So, die Kohle können wir noch mit wegpacken, fällt mir dazu ein. Haben wir sonst noch was? Schneiderset können in Dings rein. Okay. Nö, eigentlich sieht es dann ganz gut aus, ne? So. Dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle für heute auch Feierabend und werden dann beim nächsten Mal nochmal zu Herrn Derwisch reiten nach Tallenberg und mit den Soldaten nach hier marschieren. Oder wir... Ja, warte mal, wir gucken noch mal kurz in die Quest rein, weil wir haben optional Sabotage, kannst ihre Pfeile in Brand stecken. Haben wir nicht gemacht, haben wir nicht gemacht. Wir haben sie alle abgeschlachtet. Also, ja gut, machen wir beim nächsten Mal. So kümmere ich mich wieder morgen drum. Daher, danke fürs Zusehen und tschüss.